Als Polis Massa überfallen wurde, hatten die Männer der 501. genug von dieser angeblichen Rebellion. In der Vergangenheit hatten wir heimlich Spaß daran gehabt, ein oder zwei Aufstände vor Ort niederzuschlagen. Die Truppen blieben dadurch im Training und das Imperium wachsam. Der Überfall auf Polis Massa war ein perfektes Beispiel für den beginnenden Zerfall. Eigentlich sollten wir hineingehen, eine kleine Bande Rebellen auslöschen und ein paar gestohlene imperiale Pläne auf einer verschlüsselten Holodisk zurückholen. Ehe wir wussten, was geschah, wurden wir von den Rebellen beinahe überrannt. Und die Holodisk war nirgends zu finden. Also gut, Männer. Lord Vader will, dass wir alles genau befolgen. Unser erstes Ziel ist die Kommunikationszentrale hinter dem Hangar. Arbeit, Soldaten. Jetzt müssen wir uns auf den Weg zum Basiskommandogebäude an der anderen Seite der Einrichtung machen. Wenn unsere Informationen stimmen, finden wir unterwegs eine Rebellen-Holodisk mit einigen sehr wichtigen Plänen. Schüssel einzustellen und die Daten von der Holodisk zu übertragen. Wehren Sie die Rebellen bis zum Ende der Übertragung ab. Lassen Sie nicht zu, dass die Einrichtung dem Feind in die Hände fällt. Schneiden wir sie ab!
Abschaum ausschalten. Dieses Komplexes haben die Rebellen eine Datenbank mit imperialen Verschlüsselungscodes, mit denen sie unsere Schiff-Schiff-Kommunikation abhören. Begeben Sie sich in die Höhlen und zerstören Sie die Datenbank. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es wird Zeit, diesen langweiligen Felsen zu verlassen. Die schlechte, die Rebellen haben die Hangars eingenommen. Sie müssen sich freikämpfen. Thank you.
Überfall ist ein Erfolg. Auch wenn die Holodisk nicht die Pläne enthielt, die wir gesucht haben, wird sie uns zu jemandem führen, der sie hat. Obwohl der Überfall auf Polis Massa nur teilweise erfolgreich war, hatten wir endlich einen Hinweis auf die Pläne des Todessterns. Die 501. war äußerst zufrieden.